Ja, schönen guten Abend. Wir kommen zur letzten Runde, die eine ganz besondere ist. Ich sage erst das, zwei Kleinigkeiten organisatorischer Art. Bitte diese und auch die, die Kopfhörer unbedingt zurückgeben. Das könnte uns in den Ruin treiben sonst. Ja, ich würde einfach gerne die Runde ganz kurz vorstellen, weil wir wollen ja keine wertvolle Zeit verlieren, um miteinander zu sprechen. Ich mache es jetzt einfach mal von links nach rechts. Erich Franz, Kurator in Bielefeld, Kurator in Münster, Kurator der Ausstellung von Agnes Martin 1991 in Münster und mitverantwortlich dafür oder hauptverantwortlich dafür, dass 1980 ein Bild von Agnes Martin für die Kunsthalle Bielefeld erworben wurde. Matthias Rutenberg, Meisterschüler an der Hochschule für Künste in Bremen, der mit zu der Gruppe gehört, die diese kleine Ausstellung mit Künstlerbüchern bestückt haben und der sich jetzt ein halbes Jahr und wahrscheinlich auch vorher schon intensiv mit Agnes Martin beschäftigt hat. Stefan Baumkötter, Künstler aus Bremen, aus Köln, mit einer Professur an der Hochschule für Künste in Bremen, also quasi Lehrer-Schüler in einer gewissen Weise, Maler, Zeichner, und wir haben ihn gebeten, hier dabei zu sein, weil es ja zum einen die Kooperation mit der Hochschule Bremen ist, zum anderen, weil er einen sehr intensive Auseinandersetzung auch mit Agnes Martins Werk und auch mit dieser Ausstellung hatte. Marion Ackermann muss ich jetzt, glaube ich, nicht vorstellen, unsere Direktorin, die natürlich maßgeblich dafür alles getan hat, sehr, sehr viel getan hat, dass auch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen seit 2011 ein Werk von Agnes Martin in der Sammlung hat. Heinz Liesbrock, Direktor des Josef-Albers-Museums Quadrat in Bottrop, der 2004 die Islands, die Sie jetzt hier oben in der Ausstellung sehen, in seinem schönen Bau im zentralen, mit Oberlicht versorgten Raum gezeigt hat. Anna Vogel, Künstlerin aus Düsseldorf, die eigentlich aus der Fotografie kommt, aber auch sehr, sehr viel mit Zeichnung oder sich mit Zeichnungen beschäftigt in der letzten Zeit. Und zum Schluss Gianfranco Werner, Galerist, der mit seiner Frau Annemarie eine sehr besondere Galerie in Zürich führt und der 1986 das erste Mal Werke von Agnes Martin dort gezeigt hat. Wir haben uns überlegt, dass wir anfangen mit Erich Franz, wenn es recht ist, mit dem Erwerb und vor allen Dingen aber mit der Ausstellung in Münster. Und Erich Franz hat auch einige Bilder mitgebracht. Und ich denke vielleicht einfach, dass Sie jetzt kurz beginnen und wir dann so peu à peu ins Gespräch kommen. Ja, es ist ja so mit den Ausstellungen. Normalerweise sagt man, was übrig bleibt von den Ausstellungen, ist der Katalog. Und das ist ja bei Agnes Martin nur in sehr eingeschränktem Maße der Fall, weil sich zumindest die großformatigen Bilder nicht abbilden lassen oder nur sehr, sehr eingeschränkt abbilden lassen, sodass tatsächlich die Präsenz jetzt auch hier in Düsseldorf mit dem 6. März ist es vorbei. Also diese wirkliche Möglichkeit, mit dem Werk zu begegnen, überhaupt zu wissen oder jemand anderen zu erklären, was hat es eigentlich mit Agnes Martin auf sich, das kann man nicht mit Abbildung machen. Also das ist sicherlich auch ein Grund. Und ich frage mich auch, woran erinnere ich mich, wenn ich also jetzt an die Bilder in Bielefeld und dann eben vor allem in Münster mich erinnere. Die Erinnerungen sind eigentlich nicht die vollständigen Bilder, sondern es sind Eindrücke von Zusammenhängen innerhalb der Bilder. Also bei dem Bild in Bielefeld, das hängt ja hier auch in der Ausstellung, das hat horizontale Streifen, blau, gelb, rot, blau, gelb, rot, blau, gelb, rot,
und dazwischen immer auch weiße Abstände. Und jedes Mal, wenn ich das Bild wieder ansehe, bin ich erstaunt, dass ich mich nicht genau erinnere. Und dass eigentlich in der Erinnerung wird das Rot und das Blau und das Gelb immer stärker. Und dann sehe ich wieder, nein, es ist ja nicht Rot und nicht Gelb und nicht Blau, auch nicht Rosa, wie manchmal gesagt wird, sondern es ist das Weiß, das in diese Farben eindringt, die Farben durchdringt und damit auch nicht zu den Flächen gehört, sondern etwas Unbegrenztes bekommt. Also eigentlich eine Qualität von Immaterialität und von Licht. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum ich also 1980, als ich diese Serie von 6 Bildern von 1980 immer mit diesen rot-gelb-blauen, stark aufgehellten Streifen gesehen habe auf der Biennale in Venedig, warum ich so berührt war. Man weiß das ja nicht, warum ein Werk einen so berührt. Und da hatte ich eben gesagt, das war eben doch vor 35 Jahren, das muss die Kunsthalle Bielefeld erwerben, eins davon. Und wir hatten einen Direktor, der tatsächlich auch so einen Vorschlag aufgenommen hat. Das war damals eine sehr antiautoritäre Zeit und ein antiautoritärer Direktor, also Ulrich Weisner, der dann dieses Werk auch tatsächlich, also eins aus dieser Serie, erworben hat. Und es ist jedes Mal die Erinnerung und auch die Erfahrung dieser Helligkeit, nicht das Bild. Und ich weiß auch nicht, kommt jetzt zuerst das Rot oder das Gelb. Es ist ein Ganzes, aber die Erinnerung ist eigentlich diese Aufhellung der Grundfarben, die dann keine Grundfarben mehr sind, sondern die eigentlich nur helfen, das Weiß zu sehen. Was jetzt die Ausstellung in Münster anbetrifft, die war da 1991. Ich hatte also schon jahrelang vorher immer wieder versucht, eine Ausstellung zu machen. Ich war ja dann kurz auch in Essen und dann eben hatte ich in Münster angefangen 1990 und war dann sehr froh, als ich hörte, dass also das Delig-Museum die Ausstellung vorbereitet und dann auch Wiesbaden den Jawlensky-Preis an Agnes Martin vergeben hat, sodass es eine Wanderausstellung gab. Und ich dann also auch mit Maja Blom ausmachen konnte, dass diese Ausstellung auch nach Münster gehen kann. Und um da die Erinnerungen ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein paar Dias von der damaligen Zeit digitalisieren lassen und die Dias sind so schlecht, dass sie nicht den Eindruck erzeugen, das ist die Erinnerung, sondern sie sind nur sozusagen Zeichen für das, woran man sich vielleicht erinnern könnte. Könnten wir vielleicht die, genau, ich hatte eine Einladungskarte gemacht. Ausgeheckt. Ich hatte eine Einladungskarte gemacht, die so aussah. Das war ein Ausschnitt aus einem Gemälde 1:1. Das war mir schon mal wichtig, dass es nicht um geometrische Kunst geht oder nicht um ein System geht, sondern um diese Sinnlichkeit des Bildes. Das ist ja eine Linie, die begleitet wird von einer rötlichen, ganz weichen Schatten sozusagen. Das nächste, das ist jetzt eines der Bilder. Sie sehen, also es waren Räume, die man heute nicht mehr betreten würde, die man sich nicht mehr vorstellen kann, mit dem Filzfußboden und diesen verzogenen Luftaustritten unten. Und trotzdem, Elsbeth Kelly, James Bishop, alle haben diese Räume geliebt. Es war eine wunderbare Licht und gerade auch vielleicht durch diese nicht so cleanen Räume war die Energie, die optische Energie, die Kraft dieser Bilder trat noch mehr hervor. Also das hat niemand gestört eigentlich damals. Wenn ich an dieses Bild mich erinnere, dann ist es so, dass man eben aus der Ferne weiße Streifen sieht zwischen Grau. Und dann, wenn man aber näher hinkam, war es so, dass dieses Grau eigentlich positiv ist, wie eine ganz dünne Tusche
oder Aquarell, die auf dem Weiß liegt und das Weiß Lücken zwischen diesem ganz hellen Grau bildet. Also auch das Weiß wieder durch das Grau hindurch schibbert und das eine Abfolge von Erfahrungen ist, die, wo man zunächst eben das Weiß als Orientierung sieht, aber wo dann dieses ja neblige, aber doch sehr sozusagen gleichmäßig ausgebreitete Grau eigentlich die wichtige Erfahrung ist. Und das ist eben eine Erfahrung, die man aus der Nähe nur sieht. Und dann, wenn man aber weiter weggeht, jetzt haben wir schon öfters darüber gesprochen, ich wiederhole es aber nochmal, weil ich wirklich das die zentrale Erfahrungsweise des Bildes sehe, man muss herumgehen, man muss eben immer wieder näher und weiter weg und dann ändert sich auch das Bild und dann ist das, was man gesehen hat, aber aus der Entfernung nicht mehr sieht, weil dann die weißen Streifen wieder positiv werden, ist Erinnerung. Und Erinnerung ist immer Bestandteil dessen, was man sieht. Bei Agnes Martin mehr als bei fast allen anderen Kunstwerken aus der Zeit, die ich kenne. Da ist vielleicht noch Reinhardt vergleichbar, dass man das sehr wenig vor Augen steht. Das meiste, was zur Seherfahrung gehört, die Erinnerung in der Erinnerung besteht, die man kurz vorher oder auch länger vorher gesehen hat. Also dass dieses sich immer wieder Aufladen des Gesehenen durch die Erinnerung und dass das Bild tatsächlich in der eigenen Vorstellung, im Mind, in dem eigenen also Erfahrungsvorstellung sich bildet, ohne jemals abgeschlossen zu sein. Das ist eben die große Faszination von den Bildern, wo eben auch diese Nuancen und die Zartheit, diese Verhaltenheit dazugehört, damit das Bild den Betrachter möglichst wenig überfällt, auf den Betrachter zukommt, sondern dass der Betrachter immer mehr in den Raum des Bildes hineingeht, ohne dass er die Gesamtheit des Bildes sehen kann. Man kann ja eben nicht alle Streifen auf einmal sehen. Dieses sich annähern an etwas, was bei dieser Annäherung einen immer größeren Raum, eine immer größere Weite entwickelt. Und zwar hier eben diese Weite, bei der dieses graue, diese graue Schicht eine Rolle spielt. Vielleicht noch ganz schnell die anderen Bilder. Sie sehen auch, die Bilder hängen viel zu eng aneinander. Im Nachhinein hat mich das schon gestört. Also weil jedes Bild entwickelt ja seine eigene Welt. Aber man kann auch an den Bildern so vorbeigehen. Sie sind ja nicht sozusagen körperlich, wie bei Rothko, so ein Gegenüber, sondern sie sind ja quadratisch, sodass man eben auch von einem zu anderen weitergehen kann, aber auch jedes für sich sehen kann. Genau, und da sehen Sie eben, dass da ein ganz anderer Rhythmus entsteht. Und wenn man das aus der Nähe gesehen hat, dann sieht man eben auch dieses ganz Feinteilige wieder aus der Ferne. Noch ganz kurz die anderen, das ist ein Bild mit sozusagen einem Vielfalt von und schmalen Streifen, die also unterschiedliche Farben haben und erst nach einiger Zeit sieht man, dass auch die weißen Zwischenräume nicht weiß sind, sondern zum Teil hellblau und zum Teil hellgelb. Und dieses Ineinanderdringen und auch, das ist ja eine Abfolge, ein Rhythmus von oben nach unten und von unten nach oben, der sehr locker ist, der nicht sehr systematisch ist. Also genau, Sie sehen also ein bisschen andeutungsweise, was sich verändert, wenn man wieder näher hinkommt und dann, wenn man weiter weggeht, was dann in der Erinnerung bleibt. Ja, dann noch die letzten, das waren dann die sogenannten schwarzen Bilder, bei denen, ja, von denen auch eins hier ist und bei denen ich in Erinnerung habe, dass sie ja nicht schwarz sind, sondern leicht dämmerig, sodass für mich auch hier das Thema eigentlich das Licht ist. Und zwar das Licht, das durch das Dunkel
überhaupt erst sichtbar wird durch die Abstufung des Dunkel als leichte Aufhellung. Es ist ja nicht schwarz, sondern auch da ist das, was zwischen den unterschiedlichen Abstufungen des Dunkels entsteht, eigentlich ein sanftes sich aufhellen ist. Also das sind meine Erinnerungen und das ist das, was man eben auch nicht an Abbildungen sieht und was Sie, wenn die Ausstellung also am 7. März dann auch nur noch in Ihrem Kopf haben können. Ich würde sehr gerne anschließen, Stefan Baumgötter hat die Ausstellung 1991 in Münster gesehen. Sie haben so viel von Erinnerungen gesprochen, was erinnern Sie? Die sind jetzt funktioniert. Alle an. Nee. Ja, also doch, es geht. Ja. Ja, im Prinzip auch das, was ihr euch alle schon gesagt hat. Also es ist grundsätzlich schwierig, sich natürlich an Sachen zu erinnern, die also keine sozusagen Wiedererkennbarkeit haben. Und das haben eben die Bilder von Agnes Martin. Man kann nichts wiedererkennen, sondern es geht tatsächlich um Sehen. Es geht um Malerei und um das Sehen und nicht um das Wiedererkennen. Und wenn wir nichts wiedererkennen können, haben wir eben eine große Schwierigkeit, uns daran zu erinnern. Und ja, aber dann erinnert man sich weniger an die Bilder, sondern tatsächlich vielleicht an sich selber oder also an die Erfahrung, die man eben gemacht hat. Und mich hat das damals oder schon vorher eben sehr interessiert, eben als eine Malerei, die eben, das hat auch was mit Erinnerung zu tun, tatsächlich immer nur in der Anwesenheit stattfindet. Also es ist immer nur sozusagen in der Präsenz, wenn ich davor stehe. Und hatte auch den Effekt, dass ich mich sozusagen als derjenige, der davor steht, präsenter fühle. Und das fand ich erstmal eine unglaubliche Qualität von dieser Malerei. Dann hat es aus dem eigenen Interesse, und das fing aber schon vorher an, fand ich eine Malerei sehr interessant, die praktisch nicht mit Komposition arbeitet und mit Reihungen arbeitet. Und das Gefühl zu haben, nicht jedes Mal neu sich immer alles ausdenken zu müssen, das war schon sozusagen als Student wichtig, wo fange ich an, sondern im Prinzip einfach immer anfangen und immer weitermachen zu können. Und das fand ich auch eine unglaublich große Qualität dieser Malerei. Ein anderer Punkt, den du eben erwähnt hattest, das ist mir während der ganzen Diskussion noch aufgefallen, weil du das beschrieben hast, man muss an sich sehr aktiv vor diesen Bildern sein. Das kam mir auch eben hervor. Und ich fand es interessant, dass in sich immer die Bilder beschrieben wurden mit so Begriffen wie Ruhe, Kontemplation, Zen und diesen ganzen Ausdrücken. Und also ich nehme die wahnsinnig aktiv wahr. Also ich meditiere da auch nicht vor, sondern für mich ist das ein extrem aktives Sehen, hin und her gehen vor diesen Bildern. Und ich habe das immer so als einen Widerspruch jetzt auch in dieser Diskussion wahrgenommen, also zwischen meiner eigenen Wahrnehmung, wie ich mit den Bildern umgehe und wie das vielleicht in diesen Texten beschrieben wird auch. Da würde ich gerne mal an Sie beide noch mal weiterfragen. Wir haben jetzt das Verhältnis von Bild, Erinnerung, aber auch von Sprache. Und wir haben ja eben beim faszinierenden, wie faszinierend Sie eben das sprachlich versucht haben, aus der Erinnerung, die Erinnerung an die Werke zu beschreiben, also sprachlich zu fassen, merkt man ja, dass es ja immer wieder auch um das Thema von Entzug geht. Die Bilder entziehen sich, die malerischen Phänomene entziehen sich der sprachlichen Fassbarkeit. Sie fallen nicht in Kategorien, die uns vertraut sind. Also Sie haben gesagt, ist es eigentlich nicht gelb, ist es eigentlich nicht weiß, ist es gelb. Ich habe es selber gemerkt, als ich versucht habe, unser Bild zu beschreiben im Text, dass es keine Kategorie fasst, es ist kein rosa, es ist kein hellblau, es ist kein hellgelb. Es gibt eigentlich diese Kategorien sprachlich gar nicht, es entzieht sich ständig. Und wie, nochmal an dich und dann an Franz, wie sehen Sie das, weil wir da eben ja doch sehr intensiv darüber diskutiert haben, um das Verhältnis zwischen Sprache und Bild. Man hat richtig gemerkt, wie es Ihnen Spaß gemacht hat, das Werk zu beschreiben. Und daran spiegelt sich ja nochmal der aktive Prozess. Wie sehen Sie dieses Verhältnis in diesem Fall von Werk, Erinnerung und Sprache? Ja, also ich versuche immer zu beschreiben, was ich sehe, wobei ich nicht versuche, das, was vor mir ist, oder ich kann da auch gar nicht unterscheiden, sondern was es in mir auslöst, während ich es sehe. Und ich versuche zunächst gerade bei Agnes Martin, ich bin wirklich glücklich, wenn ich auch bemerkt habe, dass diese Streifen dazwischen auch noch gelb sind. Das ist etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Und ich habe mich auch gefragt, woher kommt dieses Glück? Ich glaube, das Glück kommt daher, dass
der Wahrnehmungsprozess kein Ende hat, dass man immer weiter noch mehr entdeckt. Also daher kommt diese Weite dieser Bilder, dass sie kein abgeschlossenes oder abschließbares System zeigen. Und also sprachlich, ich versuche wirklich nur so wie mit dem Finger, schauen Sie hin, also zu sagen, welche Beziehungen ich sehe. Also ich glaube auch, also man kann diese Bilder nicht zu Ende gucken. Und also ich muss sie ja auch gar nicht sprachlich, also in Worte fassen. Nur ich hatte so ganz, ganz stark das Gefühl, dass es immer so diese Diskussion darum ging, also über die Texte und über die Bilder. Und jetzt im Vorfeld ist mir einfach, also ich habe fast keine Texte von ihr gelesen. Und für mich, glaube ich, war das auch nicht wichtig. Das ist vielleicht so ein Interesse, das auch vielleicht mal zu tun. Aber ich glaube, zum Verständnis der Bilder ist es für mich nicht wichtig, die Texte zu kennen. Also auch noch nicht mal die Person Agnes Martin zu kennen. Also ich muss auch sagen, dass ich mich für die Person sozusagen gar nicht wirklich interessiert habe. Aber ich kann trotzdem komplett, glaube ich, diese Bilder verstehen, weil sie sozusagen, sie bieten eine visuelle Möglichkeit, die woanders eben nicht geboten wird. Also das macht doch das Aktuelle dieser Arbeiten aus, dass sie komplett visuell sind. Matthias Rutenberg hat, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe, ja die Arbeit über die Texte oder ausgehend vom Text gemacht. Vielleicht ist das jetzt eine gute Brücke, um nochmal über diese Arbeit zu sprechen, die oben in der Ausstellung ist mit Kopfhörern. Mhm. Bei mir war es wirklich genau andersrum zu Stefan. Ich habe zuerst die Texte entdeckt und war total beeindruckt von der Sprache, von ihrer Widersprüchlichkeit und gleichzeitig ihrem Zauber auch. Und auf so eine ganz merkwürdige Art habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, obwohl ich natürlich nicht mit allem, was ich gelesen habe, jetzt gleicher Meinung war oder so. Aber dieser ganze Tonus, die Geschwindigkeit, die Zeilenumbrüche, es hat ein Gesamtbild vermittelt, ein sprachliches, was mit mir gemacht hat. Und das war, glaube ich, als angehender Kunststudent eine total spannende und wichtige Erfahrung, besonders wenn man sich so mit Krisen rumschlägt, was will man sein für einen Künstler, kann man überhaupt Künstler sein, was heißt es, Kunst zu machen? Und genau dieses ganze Krise und mit den Problemen und dem ganzen Struggle, wie lebt man und wie macht man Kunst, umzugehen, sowas spricht sie ja direkt an. Und das hat mich persönlich nah an ihr Werk gebracht, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich schätzen konnte, da ich mich nicht für Malerei interessiert habe und erst so langsam über die Zeichnung verstanden habe, was sie eigentlich macht, was natürlich auch nur ein sehr subjektiver und künstlerischer Blick aus meiner Sicht ist und mich mittlerweile auch in meiner eigenen Arbeit ihr genähert habe. Aber der eigentliche Zugang kam halt über diese Sprache und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, mit Anna Huhn zusammen eine Art Hörbuch zu machen über diese Worte, weil ich denke, dass sie mir wurde das Buch damals empfohlen und da es vergriffen war, konnte ich es nur über die Bibliothek bekommen und habe geguckt, es kostet 180 € gebraucht oder so, das wird nichts, darum haben wir das kopiert und weitergegeben und gelesen und irgendwie überlegt, wie kann man damit arbeiten, dass das vielleicht noch mehr Leuten irgendwas geben kann. Wie gesagt, ich sehe das auch nicht, was auch ein paar Mal jetzt im Symposium angesprochen wurde, nicht als Dogma oder so, sondern es gibt ja diese Widersprüchlichkeit auch innerhalb der Texte. Sie beginnen mit einem Sachverhalt, enden mit einem anderen und zwischendurch ist ein Gedicht, wo sich sogar eine Zeile reimt oder so. Das kommt ja auch drin vor. Und diese sprachliche Qualität weiterzugeben, hat uns beeinflusst, diese Kassette zu machen und sie mit Geräuschen aus dem Alltag zu verweben, um im Ganzen eine so ein bisschen kunstfremdere Richtung auch zu geben, weil sie nur, also ich kenne es nur aus dem Kunstkontext und habe das Gefühl, es wird auch größtenteils nur so rezipiert. Allerdings glaube ich, dass es nicht nur für Künstler, wie sie sich selber an Künstler richtet, aber ich glaube allgemein an junge Menschen, die an verschiedenen
Wegen ihres Lebens stehen und nicht ganz wissen, wo geht's hin, und Trost finden können, auch einfach in den Worten. Trost und Mut. So, und das hilft mir immer wieder, auch immer noch jetzt. Ich kann, glaube ich, keinen Satz auswendig, aber mir fallen trotzdem andauernd wieder Sätze ein, die ich dann doch auswendig kann, so in verschiedenen Lebenslagen. Ich finde das wirklich absolut nachvollziehbar und auch sehr beeindruckend, wie Sie das formulieren. Aber ich sage jetzt mal etwas ketzerisch, wenn man die Texte so liest, also zum Beispiel, wenn du deine Augen offen hältst, findest du Schönheit in allem, oder diese Zitate von ihr, die so berühmt geworden sind, sind natürlich auch ein bisschen, fast ein bisschen kitschig, oder sie drücken ein Glücksgefühl aus, und denkt man Happy Holidays als Bildtitel, dass ich manchmal, ich war immer persönlich hin und her gerissen, dass ich dachte, naja, in unserer Zeit, wo man den relationalen Kunstbegriff hat und eigentlich die zeitgenössische Kunst doch auch sehr stark politisch ist und reagiert auf die Welt, und in unserer Zeit so dieses Glück und die Schönheit zu thematisieren, auch was macht es mit einem selbst, wir empfinden ja alle dieses Glück beim Lesen der Texte und beim Angucken der Werke. Aber irgendwie denke ich, hat das was zu tun mit der eigenen Zeit? Ich würde das gerne mal an unsere beiden, sagen, jüngsten Künstler, die dabei sind, richten, an Sie und an Anna Vogel. Also wie Sie als diejenigen, die jetzt für die jetzig tätige junge Generation und Künstler sind, wie Sie das empfinden bei Agnes Martin? Ich finde, Trost ist auch ein gutes Wort. Ich habe die Texte nicht gelesen, ich kenne nur die Arbeiten, und trotzdem spricht mir dieses Wort aus der Seele. Dafür brauche ich nicht die Sätze oder was du vielleicht als leichten Kitsch bezeichnest. Es ist eher der Trost in der Arbeit, die sich so stoisch wiederholt, dass ich als Künstler die Möglichkeit habe und dass ich so arbeiten darf, dass ich so mich konzentrieren kann, zurückziehen kann, ja auch abseits sein kann. Und trotzdem eine gute Arbeit machen kann. Und ja, diese Nachricht übermittelt sich mir auch, ohne dass ich die Texte gelesen habe. Und ich glaube, es geht ganz vielen jungen Künstlern jetzt in meiner Generation genauso, warum sie auch vielleicht für viele Künstler gerade so wichtig ist. Weil es ja einem Beginn einer künstlerischen Arbeit fragt man sich halt, wie weit kann ich mich denn isolieren? Ja, wie gut kann trotzdem meine Arbeit werden? Oder widerspricht sich das? Wie ständig muss ich im Austausch sein? Wie viel muss ich rausgehen? Und diese Kombination aus ihrem Lebensweg und ihrer Arbeit macht sie für viele junge Künstler so stark. Ich glaube, es macht sie halt auch total authentisch, ne? Weil sie einerseits, was wir gehört haben, gibt sie diese ganzen Vorträge von den Schulen, andererseits sagt sie, du musst zurückgezogen leben, und wenn du fertig bist mit der Arbeit, geht man in den Park. So. Und diese Widersprüchlichkeit macht sie, glaube ich, so, ja, so authentisch, und das zieht an, wobei ich nicht glaube, dass so Begriffe wie Schönheit und was da so kommen, dass sie es da ist sie, glaube ich, die Einzige in meinem gesamten Umfeld, die sich mit sowas in der Art beschäftigt. Ich glaube nicht, dass das ein Zeitphänomen ist, was irgendwie eine große Rolle spielt oder so. Aber ihr nimmt man es irgendwie ab, habe ich das Gefühl. Und das inspiriert auch wieder. Ja, vielleicht ist das jetzt nochmal ein guter Moment, um zur Person Agnes Martin zu kommen, die... ja, keiner von uns außer Gianfranco Werner wirklich erlebt hat. Und ich fände es toll, wenn Sie, oder großartig, wenn Sie ein bisschen sprechen über Sie. Ja, ich will mir natürlich nicht anmaßen, dass ich Agnes Martin wirklich gekannt habe. Wir haben einfach dreimal Agnes Martin besucht und waren sehr beeindruckt. Also, und das erste Mal haben wir sie in Galisteo besucht. Das ist ein kleines Städtchen in New Mexico, wo auch Richard Tuttle auch in dieser Zeit gewohnt hat. Und wir haben uns zuerst gewundert, wie kann man Agnes Martin überhaupt erkennen oder treffen, und haben mit ihr einfach ausgemacht, dass sie, dass wir sie in unserem kleinen Hotel treffen werden. Und dann sind wir da gesessen, haben gedacht, wer kommt jetzt da? Und dann kam plötzlich so eine stämmige Frau, eine Frau, die man eigentlich nicht für eine Künstlerin gehalten hätte, die diese Vorstellung von so hochsensiblen Arbeiten gemacht hat. Und es war sofort eine sehr, sehr freundliche, sehr interessante Begegnung. Und was
besonders interessant war, und ich will das nicht in einem anekdotischen Sinne verstanden wissen, das war, dass wir wirklich in ihrem Studio, sie hat in einem Adobe-Haus, einem sehr mit, glaube ich, drei Räumen hat sie gewohnt, und nebenan war dieses Studio mit abgeschrägtem Dach, wo das Licht reingekommen ist, dass wir sie uns eingeladen hat, mit ihr in das Studio zu kommen und Bilder anzuschauen. Das war natürlich fantastisch, wir waren hoch erfreut, auch ein bisschen beeindruckt, gehemmt oder so, und sind dann mit ihr in dieses Studio gegangen, und da gab es eine Wand, eine frontale Wand, auf der sie offensichtlich die Bilder gemalt hat, und einige Bilder standen auf der Seite. Und sie hat dann gesagt, ich zeige euch jetzt ein Bild, und hat dann, wir haben dann sofort gesagt, können wir da helfen, dieses Bild aufzuhängen? Nein, will ich überhaupt nicht. Sie hat diese Bilder so hinten im Chassis in die Hände genommen, und wir haben gesagt, jetzt kommen ja da die Finger durch auf der anderen Seite, und hat dann mit dem Fuß das Bild raufgehoben und an diese zwei Schrauben aufgehängt, und dann sind wir da gestanden, haben das dann angeschaut, und also, what do you think? Natürlich, fantastic, fabulous. Bisschen, hat sie, ob sie ein weiteres zeigen soll. Ja, natürlich, dann haben wir gestellt, hat das andere genommen und auch wieder auf diese Art und Weise. Wir haben Angst gehabt, da passiert jetzt etwas, an diese Wand gehängt, wieder da gestanden, und so nach drei Bildern hat sie wieder gefragt, und dann habe ich gesagt, oh, it's beautiful. Und so, no, no, this, I think this work, it doesn't work, it doesn't work. Und, ah, warum? Weil das hat ja genau gleich ausgesehen wie die anderen. Wir konnten uns das nicht richtig erklären. Und dann hat sie gesagt, ja, eben, sie glaube nicht, dass dieses, aber sie hat gesagt, but when you think so, I think I have to think about the games. Und dann hat sie uns erklärt, dass sie eben in diese Bilder quasi einsteigt, dass das, wie, das Bild wie in einem Dialog mit ihr entsteht und dass sie eigentlich am Anfang nicht sehen kann, wird dieses Bild wirklich zu einem Erfolg oder wird dieses Bild zu etwas, das sie dann nicht akzeptieren kann. Und dass sie dann eben in vielen Fällen entweder zerstört oder wieder übermalt hat. Und was für uns auch sehr, und das führt vielleicht noch ein bisschen weiter, eindrücklich war, weil ich glaube, ich muss hier nicht nochmals irgendeine fundamentale Auslegung des Werkes geben, das war jetzt lange vielen Versionen da, sondern dass diese Bilder in dieser Werkstatt, die hatten eine unglaubliche Direktheit und Normalität. Sie waren auch eben, damit meine ich auch das, dass sie erklärt hat, dass dieses eine Bild für sie nicht funktioniert hat, dass sie das nicht akzeptiert hat. Und das hat sie immer eigentlich in ihrem eigenen Auftrag sozusagen, hat sie mit diesen Bildern das verhandelt sozusagen. Und ich erinnere mich, dass wir da, vielleicht ist die Erinnerung nicht so präzise, aber dass wir in dieses kleine Studio durch eine so mit Fliegengittertür hineingegangen sind, und diese Tür hat, ich habe nicht mal Erinnerung daran, dass diese Tür wirklich gesichert war oder so. Und da war einfach diese Normalität des Tuns und des Machens und mit dieser großartigen Arbeit. Und sie hat, und darum komme ich auf diese Türe auch zu sprechen, uns dann später erklärt, dass eben sie mit dem Prozess des Machens in diesem Studio beschäftigt ist und dass dann nach einer gewissen Zeit, wenn sie eine Gruppe von Bildern, und ich meine, Gruppe ist eigentlich eine gute Bezeichnung, vielleicht besser als Serie, weil diese Gruppen, die sind ja in sich nicht gleichförmig, die entwickeln sich ja, die Gruppen haben dann auch immer zu Ausstellungen geführt, das hat so wie wir das verstanden haben, hat das eine gewisse Regelmäßigkeit gehabt, auch mit, damals war ja auch diese lange Beziehung mit der Pace Gallery, mit Glimpscher vorhanden, dass dann in einem gewissen Moment diese Bilder abgeholt werden, dass sie dann aus diesem
durch diese Tür rausgetragen werden und ein Trakt diese Bilder wegführt und dann in unserer Auffassung oder in unserem Sicht dieser Umstand, dass die Bilder sich dann wie transformieren und die Bilder nachher in die Welt hinausgehen und zu etwas anderem werden. Sie werden zu auch, und Agnes Martin hat gegen diese Transformation überhaupt nichts gehabt. Im Gegenteil, das hat sie auch sehr geschätzt, dass dann die Bilder zu etwas werden, das eben in diesem Kunstbetrieb eine in dieser Zeit schon sehr etablierte Rolle spielen. Dass sie also, sie hat aber dann erklärt, dass für sie, wenn diese Bilder aus dem Studio raus sind, dass dann andere Leute sich um diese Bilder kümmern müssen. Andere Leute, die eben diesen Aspekt des Werkes besser verstehen und besser auch verhandeln können. Also ich meine, das war dann sozusagen wie symbolisch, wie durch diese Werkstattsituation, wo natürlich die Bilder sehr sichtbar waren in dem Sinne, aber wo sie auch immer nur ein Bild gesehen hat und immer an einem Bild zum nächsten Bild gearbeitet hat. Es ist also nicht eine Vorstellung von Ausstellungen in diesem Zusammenhang schon entstanden, dass diese Bilder nachher in der Welt eine andere Form annehmen. Und sie hat es sehr geschätzt, dass sie eben, und das muss man sich schon auch vergegenwärtigen, dass sie nicht eine unbekannte Künstlerin war, sondern eine sehr hochgeschätzte Künstlerin, die eben auch eine Rolle gespielt hat und die eben dann auch von einer sehr wichtigen Galerie betreut wurde. Darf ich noch einmal ganz kurz nachfragen, Herr Werner? Sie hat aber doch für sich so eine Art ideale Ausstellungssituation dort in New Mexico und auch mit dem Licht geschaffen, so heißt es doch immer. Ja, das war dann eine spätere Form. Es ist ja nicht etwas einfach auszuschließen. Aber sie hat so viel Vertrauen gehabt, dass dann diese Bilder, wenn sie in die Welt hinausgehen, auch in einem guten Sinne diesen Weg gehen können. Und man muss sich natürlich auch schon vorstellen, sie hat ja sehr lange und sehr stabile Verhältnisse gehabt zu den Galerien. Also sie hat zuerst mit Betty Parsons relativ kurze Zeit gearbeitet, nachher mit Elkin Gallery. Und dann hat sie aus, von 75 bis zu ihrem Tode ist sie von Arne Glimscher und Pace Gallery betreut worden. Und sie hat das auch absolut mit größtem Vertrauen, hat sie diesen Aspekt entgegengenommen. Sie wollte, dass eben sie einen Teil dieser Aufgabe übernimmt und dass jemand anderen diesen anderen Teil übernimmt. Darf ich Sie was fragen? Wenn Sie Agnes Martin ein bisschen kannten, haben Sie so den Eindruck gehabt, dass diese Art zu arbeiten für Sie auch eine Bürde war? Oder war es eher ein fester Rahmen, der ihr vielleicht auch Halt gegeben hat? Oder eine Sicherheit? Oder können Sie dazu vielleicht gar nichts sagen? Ihre eigene Arbeit? Nein, ich glaube, das war nicht eine Bürde. Das war für Sie schon, ja, es war auch in dem Sinne eine, schon auch eine Sicherheit, dass sie gesehen hat, dass diese Arbeiten, diese Werke auch eine große Wertschätzung bekommen haben. Das hat sie schon gefreut. Das war für ihr schon auch sehr wichtig. Und Sie sagen, sie hat manchmal vor Ihnen fertige Arbeiten verworfen. War sie denn dann sehr perfektionistisch? Also wissen Sie, ob sie viele Arbeiten begonnen hat und dann wieder weggelegt hat oder viel vernichtet hat? Das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich nehme schon an, dass sie immer wieder Arbeiten verworfen hat, dass sie immer wieder mit, weil sie nicht von Anfang an, eben darum meine ich auch dieses dialogische Arbeiten, dass eben die Werke etwas sind, das sie aus sich herausgestellt hat und dass sie eben in dem Sinne auch ihre Arbeitsmethode oder Methode ist vielleicht ein viel zu sachliches Wort, aber ihre Arbeitsart, dass diese in dieser Beziehung zu diesem Objekt nachher sich entwickelt hat. Also dass sie auch da immer selber ihr erster Beobachter war, der dann auch diese Entscheidung treffen musste. Also dass eben auch diese
ja, diese Einsamkeit, die immer so beschworen wird, schon hier irgendwie eine Grenze hat, weil dieses Machen der Bilder war für sie wirklich ein, so war es unser Eindruck, ein Prozess, der sie mit großer Befriedigung erfüllt. Eine Frage noch? Okay. Denken Sie, dass sich Agnes Martin bewusst war über die Mythologiebildung, die entstehen könnte um ihre Person? Ja, ich glaube schon, dass auch diese Art und Weise, wie sie ihr Bild eigentlich konstruiert hat, dass diese durchaus auch ihre Absicht war. Also das gehört dazu, dass, ich glaube, es ist sicher auch ein Schutz gewesen, dass sie diesen Aspekt auch selber bis zu einem gewissen Grad kontrolliert hat. Darum glaube ich nicht, dass dass man diese Sachen als autobiografische Äußerungen oder so verstehen muss, sondern dass das sehr energisch und präzise gesetzte Sachen sind, auch Kreationen. Also das, und diese auch im Zusammenhang mit den Bildern sehr durchdacht sind. Also das, und ich glaube, gerade dadurch, dass sie diese Sachen geschrieben oder gesagt hat, oder, hat sie irgendwie sich eben in dem Sinne geschützt, dass sie eigentlich ihre Persönlichkeit nicht preisgegeben hat, sondern sie hat etwas konstruiert, was diese Persönlichkeit eben in der Welt bedeuten kann. Nach dem Motto, bevor andere über dich sprechen, sprichst du besser selbst und entwirfst ein Bild, das für dich angenehm ist. Ich glaube auch, das sieht man schon auch in dem, also einfach als Beobachtung, diese, was man ja weiß, dass sie diese frühen Arbeiten, wenn immer sie sie in die Hände bekommen konnte, dass sie die zerstören wollte, dass sie eine bestimmte Version ihres Werkes weitergeben wollte. Oder genauso, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr oft übersehen wird, bei den Papierarbeiten, dass sie dort eine genaue Vorstellung hatte, wie dieser Passepartout, dass die Zeichnung oder was dann sichtbar werden sollte von der Zeichnung und der Rest mit diesem Passepartout abgedeckt wurde. Also sie hat nicht ihre Machart oder so, die musste man so entdecken, wie sie sie auch, wie sie wollte, dass sie gesehen wurde. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr interessantes Modell für Künstler, die heute arbeiten, dem man ja heute schon an Akademien versucht beizubringen, auch schon ihre eigenen Vermarkter zu sein oder ein bestimmtes Verhältnis zur Gesellschaft zu kommen. Agnes Martin hat eben sein eigenes Modell gehabt, dass sie ihr Werk kontrolliert hat, aber doch eine ganz klare Grenze gezogen hat. Das haben sie eben sehr eindringlich geschildert, wie sie das gemacht hat, auch in Kombination mit denen, die sie vertreten haben. Jetzt, Heinz, du hast eben schon das Mikro einmal in die Hand genommen. Du bist bisher noch gar nicht offiziell zu Wort gekommen und wir wollen ja auch über das Ausstellen von Agnes Martin noch einmal sprechen. Maria Müller hat es ja vorhin schon angekündigt. Wir stehen natürlich hier in einem besonderen Dialog, weil du die White Islands ausgestellt hast in deinem Museum in Bottrop und Maria Müller ist hier als Kuratorin für die Düsseldorfer Station der Ausstellung, ist erstmals die White Islands ja in einer Reihe an der Wand präsentiert hat. Wir alle haben sicher sehr stark über Licht nachgedacht, über die Frage, wie stellt man eigentlich diese lichthaltige Kunst, diese Malerei in unseren Räumen aus? Wie müssen wir sie eigentlich ausstellen? Und deine Ausstellung ist ja auch eine eigene Legende geworden, jedenfalls für uns hier im Rheinland sowieso. Vielleicht erzählst du doch mal, du hast sie nicht persönlich kennengelernt, Agnes Martin, aber dass du zu deinem Verhältnis zu dem Werk und wie du damit umgegangen bist. Also die Ausstellung von Agnes Martin im Josef-Albers-Museum hatte einen besonderen Hintergrund. Ich bin 2003 dorthin berufen worden. Dieses Museum in Bottrop, der Heimatstadt von Josef Albers, hat aufgrund der großen Anhänglichkeit des Künstlers, auch nach 40 Jahren, die er in Amerika gelebt hat, zu einer Weltfigur geworden ist, hat eine überwältigend reiche Sammlung von Albers. Und diese Sammlung ist, bevor ich dorthin gekommen bin, aus meiner Sicht
absolut statisch behandelt worden, ohne dass man ihr das künstlerische Potenzial, den Einfluss, den Albers empfangen hat, den Einfluss, den Albers gerade in Amerika abgegeben hat, ohne dass das thematisiert worden wäre. Und mir war klar, ohne dass dieses kunsthistorische Wissen damals schon irgendwie kodifiziert gewesen wäre, dass Albers gerade in Amerika die Generation der Künstler, die um 1960 und danach begonnen haben zu arbeiten, doch in einem erheblichen Maß beeinflusst hat. Und zwar nicht als direkter Lehrer. Albers war offensichtlich ein sehr schwieriger Lehrer, wenn man liest, was Robert Rauschenberg oder Eva Hesse über ihren Unterricht bei ihm sagen, dann war das Persönliche sehr schwierig. Aber eine ganze Generation von Künstlern, und Agnes Martin gehört auch dazu, Judd, Ed Reinhardt, Soloway, haben sich intensiv offensichtlich mit dem Werk von Albers auseinandergesetzt und haben Hinweise gefunden, wie sie, ich würde sagen, aus der Falle des abstrakten Expressionismus einen Weg herausfinden könnten. Und ich habe Agnes Martins Bilder damals schon sehr lange außerordentlich hoch geschätzt. Ich habe die Ausstellung in Münster natürlich, ich habe damals am Westfälischen Kunstverein gearbeitet, sehr genau studiert. Das hat mich zutiefst bewegt und ich habe gedacht, als erster Einstieg, um diese Albers-Sammlung in Bottrop zum Klingen zu bringen, mit einem neuen Akzent, der für beide Seiten fruchtbar sein könnte, für beide Künstler, würde ich gerne Agnes Martin machen. Ich hatte kein Geld für diese Ausstellung und es war ein Museum, das in Amerika auch nicht weithin bekannt war. Aber ich kannte Adam Weinberg, den Direktor des Whitney Museums, schon längere Zeit und gut. Und ich habe gedacht, wenn du überhaupt etwas machen kannst mit Agnes Martin, dann muss es sozusagen ein Werk sein, das aber mehr als ein Werk ist. Und das hier auch den richtigen Ort haben würde. Und das Whitney Museum hat diese Ausleihe zugestimmt. Und das Albers Museum ist von einem Architekten gebaut worden, der Stadtbaumeister der Stadt Bottrop war, der aber gegenüber, wie ich finde, vielen bekannteren Architekten gerade heute den großen Vorteil hatte, dass er nach dem Motto entworfen hat, dieses Museum, die Kunst kommt zuerst, meine Architektur muss zurückstehen. Ich muss ideale Räume für die Präsentation von Kunst schaffen, die man aber ausdrücklich als Räume gar nicht wahrnimmt, die in den Hintergrund treten. Und es gibt diesen 14x14 Meter messenden Oberlichtsaal, der natürlich nach Norden ausgerichtet ist, also weiches, diffuses Licht. Und das hat ideal gepasst, also da waren vier Wände, auf zwei Wänden haben jeweils vier der Gemälde gehangen und auf den anderen beiden Wänden die anderen vier. Albers war im Hintergrund, also ich wollte nicht diese direkte Konfrontation schaffen, um auch nicht irgendwie Plattitüden zu verbreiten. Agnes Martin hat möglicherweise dies oder jenes in den Bildern von Albers gesehen. Der Einfluss ist subtiler sicherlich und sehr viel zurückhaltender gewesen. Es hat sich gezeigt, dass obwohl der Geist dieser Malerei, so wie du ihn auch gerade geschildert hast, Gianfranco, der Geist des malerischen Aktes sicher ganz verschieden ist bei beiden Künstlern, dass aber trotzdem fundamentale Überzeugungen Agnes Martin und Albers und sicher auch mit anderen Künstlern verbunden haben, also die Vorstellung, dass man möglichst weit seine Mittel reduzieren sollte, und daraus einen sinnlichen Reichtum zu schaffen. Die Vorstellung, dass die Maloberfläche nur der Einstieg ist in einen Raum.
die Vorstellung auch, dass sich ein Bild nicht auf der Wand aktualisiert, sondern hier im Bewusstsein, wie Albers immer gesagt hat, das Bild beginnt hier auf der Netzhaut und wird eigentlich erst verwirklicht im Bewusstsein von Betrachter und Betrachterin. Und etwas, was mir dann zum ersten Mal, ich kannte Albers Gemälde zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich genau oder noch nicht so genau, wie ich es jetzt vielleicht tue, aber dass das Offensichtliche und das scheinbar Eindeutige bei beiden, Agnes Martin und Albers, nur die Fassade ist, also gerade wenn es um die Linie geht, über die Linie bei Agnes Martin, über den ganz subtilen Charakter, die Linie scheint eindeutig zu sein, ist aber in Wirklichkeit gebrochen. Bei Albers stoßen scheinbar ganz klar definierte Farbfelder aneinander. Die Übergänge, das sind aber nie Grenzen, sondern es sind Übergänge. Und die Übergänge sind das eigentlich Magische an einem Homage to the Square Gemälde von Albers. Also dieser starre, dieser scheinbar klar definierte äußere Rahmen bei beiden Künstlern ist eigentlich nur der Einstieg in ein inneres Reich des Künstlers und des Betrachters. Also das ist mir damals klar geworden vor diesen Bildern, wirklich ganz, ganz Grundsätzliches. Und ansonsten war das einfach ein Glücksfall, auch für mich. Das war keine kuratorische Entscheidung. Mir war wirklich nicht bewusst, wie außerordentlich punktgenau diese 12 Gemälde in diesem Raum, in diesem idealen Licht erscheinen würden. Und so war es. Ja, vielen Dank. Man merkt, dass die Qualität der Werke von Agnes Martin auch diese unheimliche Qualität der Beschreibungen ihrer Kunst auslöst. Das ist, finde ich, also es geht doch das Sprechen über ihre Kunst. Und ich würde gerne nochmal Stefan Baumkötter fragen. Hast du die Ausstellung auch gesehen bei Hans Liesbrock? Ja, klar. Nochmal, was macht es mit, du hast ja, ich kenne dein Werk ja schon seit 20 Jahren und es gibt ja durchaus auch vergleichbare Ansätze. Was macht es für die eigene künstlerische Produktion, für dein Werk, sich zu vertiefen in das Werk von Agnes Martin? Kannst du das mal versuchen zu beschreiben? Schwierige Frage. mich hat bei Agnes Martin speziell dieser zeichnerische Ansatz interessiert, also praktisch tatsächlich eben auch die Linie und speziell auch schon auch die früheren Arbeiten, was mich fasziniert hat, also weil ich selber praktisch vom Zeichnen her komme, also wie man aus dem Zeichnen heraus, aus dem Anfügen von einer Linie zur anderen, also Malerei entstehen lässt. Und das fand ich also total faszinierend bei der Arbeit von Agnes Martin, also diese langsame Verdichtung, und das ist in allen Bildern so, dass sich auch da irgendwie Zeit einarbeitet. Das ist für mich was sehr Wichtiges oder Faszinierendes bei den Arbeiten von Agnes Martin, dass darin Zeit aufgehoben wird. Und das empfinde ich sozusagen bei den früheren Bildern noch etwas stärker. Aber es ist grundsätzlich so, dass ich immer das Gefühl habe, es ist ein Behältnis auch eben für Zeit, also für gearbeitete Zeit, für Intensität, wie so eine Art Speicher, der durch die Beschäftigung, durch die Arbeit des Künstlers da irgendwie einfließt. Auch so durch dieses sehr monotone oder anscheinend monotone Ziehen der Linien, die aber eben alle verschieden sind, alle besonders sind. Also es gibt hier eine sehr schöne Arbeit, deren Titel ich jetzt gar nicht weiß. Da sieht man, dass man nah rankommt, dass es zwei Linien sind, also eine rote und eine blaue. Also wodurch eine ganz merkwürdige Art eben von Vibration oder Lebendigkeit entsteht, die Bilder eben alle haben. Und das war für mich auch mal ganz faszinierend, dass sowas wie so eine Art Raster oder ein ganz einfacher Aufbau von Linien, also etwas, was sehr strukturell ist oder was man fast so mathematisch nennen könnte, an sich das Gegenteil erzeugt. Also eine ganz tiefe, interessante Raum und Emotionalität und auch so eine Art Weichheit und Körperlichkeit. Und ich glaube, dieser Widerspruch, der hat mich auch interessiert, also dass man etwas machen kann, wo sich fast das Gegenteil bei entsteht. Und
das war eben für meine eigene Arbeit auch wichtig, aus einem zeichnerischen Ansatz, also aus Linien und Rastern, praktisch Flächen herzustellen. Und das ist bei ihr exemplarisch. Also es wurde immer viel über dieses Raster geredet und auch die Bedeutung des Rasters, aber es ist natürlich auch einfach die zweiteinfachste Art, eine Oberfläche zu gliedern. Also es ist relativ banal auch. Also die einfachste wäre waagerechte, senkrechte Streifen und dann kommt eben das Raster. Und bei Ihnen oder bei dir, Anna, ist es ja auch, du kommst ja eigentlich mehr von der Fotografie her, aber ich weiß, dass du auch sehr, sehr stark von der Linie bei Agnes Martin für deine Arbeit inspiriert bist. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie dein Einsatz dazu ist. Ja, also gerade dadurch, dass ich auch eigentlich aus der Fotografie komme, habe ich gemerkt, dass mir das irgendwann nicht mehr reicht, so diesen Moment festzuhalten, also dieses Zeitliche oder dieses Vergehen von Zeit, mir als Moment in den Arbeiten fehlt, was man in der Malerei, finde ich, besser darstellen kann. Und ich habe angefangen, halt Fotografien zu überzeichnen, auch mit Linien, weil man anhand dieser Linienfolge sich einfach Zeit vorstellen kann. Deswegen war das ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Das kam aber viel später, also ich habe Agnes Martins Arbeiten vor einigen Jahren kennengelernt und bin noch lange der puren Fotografie treu geblieben, bis ich bei Andreas Guske dann studiert habe, der eine ganz gemischte Klasse hat, also wo nicht nur Fotografie praktiziert wird, sondern alle Medien vorkommen. Und da habe ich mich dann getraut, so diese perfekte Fotooberfläche auch mal anzugehen, anzugreifen und damit weiterzuarbeiten. Ja, ich finde es schön zu hören, dass es für die aktuelle Generation von Künstlern noch so eine große Herausforderung bietet. Frau Müller, wollen Sie noch mal ein Abschlussresümee oder wollen Sie es zum Plenum öffnen? Es würden sich wahrscheinlich manch einer freuen, wenn er jetzt noch eine Frage stellen dürfte. Bitte. Oder soll ich raten, die Frage von eben? Nee. Ich habe noch mal eine Frage zur Rahmung. Die Bilder sind ja sehr sensibel, wenn man sie so sieht. Ich habe jetzt mitbekommen, dass diese Alurahmen bei den größeren Formaten von Agnes Martin so gewollt sind. Sie haben vorhin von den Passepartouts gesprochen, die bei den Papierarbeiten von ihr so vorgegeben waren. Waren da auch diese Holzrahmen vorgegeben bei den bei dieser großen Serie? Ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf. Mit diesen Rastern, da sind so Naturholzrahmen hier in der Ausstellung drumherum. Die mir eigentlich sehr. Sie meinen On a Clear Day, diese genau, Siebdrucke. Genau, die Siebdrucke. Diese Rahmen scheinen mir eigentlich zu dominant zu sein für die zarte Grafik, die da ist. Also die Frage ist eigentlich, inwieweit hat Agnes Martin die Präsentation der Bilder, also die Rahmung, auch die weiße Wand, ist die von ihr vorgegeben oder hätte man auch sich vorstellen können, dass die Wand zum Beispiel eine Materialität hat, dass man die an einer Sichtbetonwand, sag ich jetzt mal, präsentiert oder ist das nicht denkbar? Ja, also ich glaube nicht, dass die Rahmen jetzt eine Setzung von Agnes Martin sind, sondern das ist ein Problem, das sich jetzt über lange Zeit, das auch immer wieder diskutiert wird. Und es gibt wahrscheinlich frühere Rahmen, die ihrer Intention besser entsprechen als diese Aluminiumrahmen, die dann diesen schwarzen quasi Rand da lassen. Aber eben die Rahmen sind aus meiner Perspektive gesehen auch etwas, was irgendwie mit dem Aspekt zu tun hat, wenn eben diese Bilder oder diese Werke in die Welt hinausgehen. Es,
Ich glaube, dass Agnes Martin dort weder Ja noch Nein gesagt hat. Aber ich kann das natürlich nicht selber verbürgen. Bei On a Clear Day kann man ja auf jeden Fall sagen, dass es, das ist ja in einer Auflage von 30 gedruckt worden und das wird sich in den unterschiedlichsten Rahmen inzwischen finden. Standardisiert sind diese Aluminiumrahmen. Also ich habe jetzt gerade in Venedig in dieser Ausstellung von der Proportion. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Museum hieß, kommt mir gerade nicht. Dankeschön. Im Palazzo Portoni eine Arbeit von Agnes Martin gesehen aus dem Peggy Guggenheim Museum, aus dieser Schulhofsammlung. Und dieser Palast ist dabei, ja irgendwie zu verrotten. Aber er hat diese morbide Schönheit, die ungeheuer faszinierend ist. Und diese Ausstellung stellte dar die Entwicklung oder des Menschen Nutzung proportionaler Verhältnisse für die verschiedensten Dinge. Eine unglaublich vielseitige, faszinierende Ausstellung auf diesen extrem. Ja, das waren, also der Putz fiel ab, da waren noch Reste Farbe und das ging. Das ging. Also was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist eine grüne Wand. Okay. Vielleicht so. Also die Materialität der Wand, also die weißen Wände, die wir in den Museen so haben, ist ja White Tube, ist ja neutral, ist ja keine, hat ja eigentlich auch keine Farbmaterialität, sondern ist eigentlich meistens sehr neutral gemodelt. Aber die Materialität, auch noch Materialität, ganz gut. Also für mich, vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen. Oder, so, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass oben die Wände ja verschiedenfarbig sind. Also hatte Franz noch mal darauf noch mal hingewiesen, dass die einen etwas gelblich erscheinen und die Islands ist irgendwie kälter oder weißer. Ja, da muss ich ein bisschen enttäuschen. Also wir haben genau zwei Wandfarben. Das eine ist die für die Islands, die ist tatsächlich leicht getönt, hat so einen Hauch von Rosé darin. Und das hat das Whitney wohl so gemacht, in der Tate hatten die das übernommen und mir leuchtete das ein, weil die Inseln darauf nochmal eine ganz besondere, oder die Bilder wirklich so eine besondere Leuchtkraft nochmal bekommen. Alle anderen Wände sind unser rein weiß, was im ganzen Haus verstrichen ist. Diese verschiedensten Töne, die da sichtbar werden, die haben einfach was mit dem Licht zu tun. Aber bei den Islands finde ich es sehr gut, dass das Weiß sich abheben kann, ganz leicht, ohne dass das als Farbe hervortritt. Wobei wir auch, es gibt viele Weiß, wie wir spätestens seit Kandinsky, Malevich, Mondrian wissen. Wir haben natürlich auch unser Weiß für das gesamte Haus und die Wandfarbe nochmal neu bestimmt und bewusst ausgewählt. Also auch das sind immer Entscheidungen, natürlich kuratorische Entscheidungen und Setzungen, welches Weiß man da nimmt. Aber da hat sich noch jemand gemeldet. Genau, ich wollte mich erstmal bedanken für die tolle, großartige Ausstellung. Was Herr Franz gesagt hat, kann ich nur zustimmen. Das ist eine Ausstellung, die in meiner Erinnerung bleiben wird, genauso wie die Ausstellung 2011 über Ed Reinhardt im Bottrop-Museum. Die habe ich immer noch in Erinnerung. Und auch dieser zentrale Raum, wie es gezeigt wurde, das ist etwas, was man nicht mehr im Katalog, oder der Katalog kann nur eine Erinnerungsstütze sein. Und genau diese Idee, oder bei dem ersten Dia, was Sie gezeigt haben, was ich großartig finde, einfach nur ein Detail, weil man springt ständig oder man ist immer wieder, man geht zurück, man geht vor und begreift manchmal gar nicht, was auf dieser Oberfläche von Weitem passiert. Also ich war einfach unglaublich verblüfft über diese Monochromie, die man erstmal glaubt zu sehen in dem unteren Raum. Da gibt es ein, zwei Bilder, die sehr wolkig erscheinen und man kommt sehr, sehr nah, man muss sehr nah rangehen. Da finde ich es fast schade, dass diese Absperrung
einem fast im Weg ist. Ich kann es verstehen aus Sicherheitsgründen, aber man ist plötzlich konfrontiert mit einem Raster, was so klein ist, dass man wirklich sehr nah rangehen muss. Also das ist das eine, was ich sagen wollte. Dann wollte ich nochmal sagen, dass diese Abbildung, die vor dem Museum von Agnes Martin an der Hauswand, da thront wahrscheinlich das absolut beste Banner, was ich jemals gesehen habe auf dieser Fassade, weil es passt eigentlich fast zum Gebäude. Und es ist so unglaublich, weil ich diese Abbildung eigentlich sehr lange kenne, aber ich kannte nur das bis zur Hüfte. Und plötzlich sieht man so diese Banalität von diesen Turnschuhen, die da sind. Und genauso banal finde ich auch diese Art und Weise in dem Video, was sie präsentieren. Und das ist eigentlich, was mich fasziniert an dieser Künstlerin, ist einfach diese Banalität, die sie dann hat im Reden und in diesem Füllen der Fläche mit ihrem Pinsel, wie sie das eigentlich erklärt, fast als wäre sie in ihrer Küche und würde jetzt ein Rezept quasi vor uns zubereiten. Und trotzdem irgendwann, am Anfang dachte ich, wenn ich das sehe, das ist für mich total entzaubernd. Aber das Tolle ist, sie schafft es nicht oder es schafft es nicht bei so einem Video oder bei so einem Moment, die Magie dieser Sachen, die wir heute sehen, einfach zu nehmen. Diese Sachen sind stärker als dieser Moment des Machens. Und das ist, was mich eigentlich an diesem Werk immer wieder fasziniert. Ich bin total begeistert von dieser, auch von diesen Vergleichen, von dieser Monumentalität dieser Island-Bilder, aber gleichwohl unten die Monumentalität dieser kleinen Reihe von Originalen, die da hängt und die mir immer wieder zeigt, und das ist, könnte ich sagen, dass ich da sehr viele Gleichnisse sehe in Antonio Calderara, der für mich absolut ein Meister ist, der genau beweist, dass Größe, die Abmessung eines Bildes, nichts mit der Stärke des Motivs zu tun hat. Er beweist in kleinen Aquarellen, genauso wie Agnes Martin in diesen kleineren Serien, eine Stärke zeigt. Und das Einzige, was ich noch abschließend sagen wollte, ist, dass ich natürlich diese Serie von dieser Mappe, diese Siebdruckmappe, sehr, sehr spannend finde in ihrer Hängung und in ihrer Radikalität, aber leider in ihrer Haptik oder in dieser Subtilität, wenn man das Glück hat, in der gleichen Ausstellung Originale nebendran zu sehen, merkt man einfach, dass die Originalzeichnung einfach noch viel, viel stärker ist, finde ich. Und deswegen nochmals vielen Dank für diese Ausstellung. Ja, und wir danken. Und wir danken Ihnen, das war wirklich ein perfektes Abschlusswort dieses so intensiven Kongresses. Und es freut, wie es uns freut, es natürlich auch als Museum zu spüren, dass etwas, was man tut mit der Kunst, was man aufstellt, dass etwas bewirkt bei den Menschen, die Ausstellung gesehen haben, dass es etwas vielleicht verändern wird im Bewusstsein, dass Kunst auch in unserer Zeit noch eine so große Wirkung entfalten kann, vielleicht auch neue künstlerischen Arbeiten sichtbar werden wird. Wir werden alle, denke ich, uns bemühen, noch einmal das Sehen zu intensivieren in den letzten verbleibenden Tagen und Wochen, sodass dann die Erinnerung stark sein möge, die uns danach dann nur noch verbleiben wird. Man kann natürlich noch nach Los Angeles reisen und nach New York, um die weiteren Stationen und die weiteren Hängungen sich dort anzugucken. Ja, ich danke sehr Maria Müller-Scharek aus unserem Haus für auch die Vorbereitung dieses Kongresses und Mona Schieren, diese tolle Kooperation mit Bremen, das war wirklich auch was Wunderbares, auch zwischen Universität und Museum, wie wir es uns immer wünschen, um auch die Rezeption von Agnes Martin ein bisschen diesem kommerziellen Bereich oder diesem sehr stark über auf Galerie auch konzentrierten Bereich zu entziehen, wirklich auch zu gucken, wie passiert es im Raum der Wissenschaft, aber dass wir auch die Kunstvermittlung hier mit einbeziehen konnten und die Fragen der
Rezeption ansprechen, war uns eben auch besonders wichtig, weil wir uns doch hier im Museum befinden. Ich danke auch sehr nochmal der Tate für die tolle Kooperation. Jetzt ist die Lena Fritsch noch da. Frances Morris, obwohl sie kurz vor der Öffnung der Tate steht, hat ja fast die ganze Zeit daran teilgenommen. Auch das zeigt, wie sehr das Thema alle mit großer Leidenschaft erfüllt. Und ich danke jetzt auch nochmal all denen, die jetzt an dieser letzten Runde teilgenommen haben. Wir merken, wie viele geballte, verdichtete Geschichten jedem von uns innewohnen. Wir könnten es eigentlich noch 2 Tage fortsetzen, jeder aus seiner Perspektive die Erzählung zu Agnes Martin entfalten. Das ist jetzt gar nicht die Möglichkeit, aber wir sind ja noch bis zum 6. März, wird die Ausstellung noch laufen, und ich denke, die eine oder andere Form des Austausches wird sich hier bei uns im Museum im K20 noch ergeben. Vielleicht wollen Sie auch noch mal mit aufstehen. Sie beide wollen doch bestimmt auch noch was zum Schluss sagen, oder? Also ich möchte mich einfach nur bei allen Beitragenden bedanken, bei Anne Fied, bei Eva Ehninger, bei Angela Wenzel. Ich gucke jetzt einfach, wen ich hier noch sehe. Bei Jonathan Katz, bei Susan Hudson, bei Tiffany und ja, bei Mona natürlich noch einmal für die. Und ich hoffe, also für mich war keine Sekunde langweilig. Es war, es gab Schwankungen, es gab Spannungen, es gab viele interessante Facetten. Manches hat man auch wieder und wieder gehört. Das ist aber bei so einem Symposium, glaube ich, auch nicht so ganz ungewöhnlich. Und ich bin vollkommen überwältigt, dass so viele Menschen hier 2 Tage sich die Zeit genommen haben, um dabei zu sein. Also vielen Dank. Thank you.